Servus, wir sind's. Ja, der Schorschi und ich, wir sind voll im Einsatz. Ich sage euch was, wir hätten heute schon bald hitzefrei gemacht. Es ist eine Brutzhitze da, das hält fast nicht aus. Aber wir sind ja nicht so, wir halten durch bis zum bitteren Ende. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ganz viele heute zuschauen, die jetzt auf dem Sofa liegen oder so, und mit sich anwedeln lassen mit irgendwas, oder so einen Neger haben, der wo immer so fächert. Ja, der Schorsch, der weigert sich, der mag keine Fächer, hat er gesagt. Ja, ich hoffe, die Trudeln schon eingeschaut aus, Tina. Ja, Anna hat Eva, Iris, also die ersten sind da. Ja, super, dann zeigen wir euch mal, wie ich aufgebaut habe, extra für euch alles ganz schick gemacht. Ich habe auch noch ein. Der schaut doch schon wieder verkehrt rum. Der mag ja, der andere schaut auch verkehrt rum, die drehen sich weg. Na, so. Dann lassen wir sie mal. Also da sind unsere Herbstelfen und hier die Herbstlandschaft. So. So. Dass die Simone nicht wieder sagen kann, ja? Ich mal keine Kugeln mehr an. Zeige ich jetzt einmal nochmal, wie wir die Kugeln an. Ihr könnt einmal überlegen, welche Brillenfarbe der haben soll. Dann malen wir die gleich mal. Ich mache nur mal da die Augen dabei. Ja, der Hand ist ein bisschen ungünstig. Ist ungünstig, ja. Seht ihr nichts. Sehen wir nicht. Vielleicht. Sollen wir nochmal den da zeigen. Also das mache ich immer mit dem weißen Posca-Stift, wie immer. Mit den weißen Posca-Stiften könnt ihr auf alles malen, sogar auf Stoff. Die sind super geil. Hebt auf allen, ich habe sogar schon Gießkanne angemalt mit denen. So Plastikgießkanne geht auch super gut für die Oma. Ja. Nee, ich habe ab und zu, sehe ich immer im Facebook oder so, glaube ich, einen, der malt immer Tablets und so an. Also, ja. Das und der malt alles mit Posca. Also der hat halt auch die dicken, ne, wenn er flächig malt, aber das nee, siehst nee, auch immer, die malen alles rosa. Mit Posca. Ich brauche mir, glaube ich, Hautfarben. Das ist auch rosa. Ich muss mir schnell reinschauen, ob ich Hautfarbe empfinde. Ja. Das da. Das ist auch Hautfarbe. Ist wurscht. Die hat jetzt eine so richtige fette Backerl gekriegt da. Ja. Das wäre jetzt ein bisschen Schmalspurt, Johnny. Das ist zum Beispiel Stift. Den kannst du gleich Müll drehen. Wir machen jetzt einfach ein bisschen zarter rosa. So. 3 Strümpel da, 4 Strümpel da. Wissen wir schon, welche Farbe die bringen? Nein, ich glaube, das war noch Hallo. Noch Hallo. Wir müssen die Brillenfarbe wissen, Leute. Macht mal hin, ne? Wir haben heute ganz viel vor, da müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier. So. Mund ziehen wir noch ein bisschen noch. Und jetzt wissen wir immer noch nicht, welche Brillenfarbe. Dann machen wir einmal dabei noch. Ein paar Sommersprossen, den süßen. Rot. Rot. Bleibt sie rot oder wird sie noch anders? Die Nicole fragt, welche Farbe insgesamt. Naja, das wird jetzt der brauntönige sozusagen. Ja, genau. Der kann jetzt eine ruhig kräftige Farbe haben hier. Aber rot ist doch cool. Ja, wir machen mal jetzt einfach rot. Weil wir machen jetzt mal die braunen, da habe ich noch nicht so viele. So, jetzt kriegt er noch Augenfarbe. Wir machen natürlich blaue Augen. Können diese Augen lügen? Nein, können sie nicht. So, dann pusten wir erstmal den Überschuss weg. So, schaut doch schon gut aus. Schon cool jetzt, oder? Ja. So, also den Kopf haben wir mal einen fertig, dann können wir mal loslegen. Jetzt müssen wir erst einmal hergehen und fädeln einmal da den Faden ein. Den fädeln wir jetzt da zu, die untere Sohle ist die, der wir darüber. Aber was tut sie nicht? Ich kann eigentlich zu allem sagen, was ich will. Weil die meinen immer, das ist Dialekt. Ja, ja. Die verstehen das nicht.
Sagt sie auch immer, der unte Sohn ist dazu. Oder wie ist denn das da bei euch? Das kannst du ja nicht glauben, dass da kein Mensch fragt, was das ist. Aber die glauben mir alles, oder? Von der echt verzeihen, was ich will. Und es ist nur so ein Schmarrn. Jetzt machen wir mal da die unte Sohn ist. Siehst du das, wie die schön ausschaut? Ja, sehr schön. Schön. Voll super. Ja. Die Janet bedankt sich für ihre Geburtstagsblume. Ja, ich hoffe, dir gefällt sie wenigstens schön nicht, dass das alles im grünen Bereich war hier. Sollen wir mal die Arme noch einfädeln? Die müssen jetzt da durch. Es geht ein bisschen streng, aber das liegt daran, dass die Arme so in da richtig anliegen und dann müsste so in den Rüchen ein bisschen streng sein und vor allem muss ja das Ganze dann nur durch den Kopf durchpassen. So. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie ihr das untereinander mixen könnt. Ja, weil wir können ja da mischen, wie wir wollen. Also ihr könnt jetzt dem das Kleid geben und dem dann das Kleid. Es wird dann ein bisschen ein Twister. Und der kriegt vielleicht das Kleid. Nein, das schaut doch super aus. Und jetzt könnt ihr auswählen, welche wir nehmen. Also weiß-hellbraun oder dunkelbraun-weiß oder hellbraun-dunkelbraun. Kennt ihr mal dabei, und ich derweil mal die Füße. Achso, das müssen wir jetzt wissen, welchen wir haben. Wir machen eben einfach braune Füße, wie gesagt, das Dorsch, das passt immer. Ja, ihr müsst schon auch was tun bei der Hitze. Ihr kennst ja nicht einfach nur der Hornmucker und wenn ihr die Petra arbeitet hier allein, das geht ja gar nicht. So, das mache ich immer so. Fuß also, rein. Zweimal kam jetzt schon hellbraun-weiß. Die haben natürlich Stiefel, ist ja klar, weil, hallo, im Herbst kann es ja auch schon mal richtig kalt werden. Was hellbraun heißt. Mhm. Naja, dann passen ja dunkelbraune Schuhe, ist gut. Ich meine, jetzt kam natürlich auch, ups, hängen geblieben. Hell, dunkelbraun. Naja, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, ich muss an einen zweiten Stiefel kleben. So, also ich mache das immer so, leg mir die da rein. Schau, wie der passt von der Höhe, dass der auch überall abgedeckt ist da. Das ist ganz wichtig. Und dann sind schon wieder so wenige. Mag jetzt bald nicht mehr. Mag nichts mehr. Ihr müsst einmal unbedingt, wenn die Kampagne rauskommt, die Kampagne teilen alle Mädels. Macht, das war jetzt nicht so günstig. Das mir doch mal den Gefallen und macht es mal, dass wir wieder ein bisschen mehr Zuschauer kriegen. Weil alle schauen es immer nachher an. Alle, wo ich rede, ach, das schauen wir immer nachher an. Ja, aber ich brauche doch jetzt Publikum. Sonst ist doch Shit-Kram. So, also das müssen wir jetzt wegmachen davon. Gerade noch mal so gerettet. Hey. Aber weißt du was, die nehmen kann, Heißklebestick. Du kannst einmal noch mal alles zeigen für die, die wohl erst später kommen sind. Und ich hole mir einen Heißklebestick rein. Siehst du, guck mal, so, und zwar, das ist jetzt unsere Herbstlandschaft. Wir haben die neuen Herbstelfen. Und zwar gibt es die in zwei verschiedenen Farbkombinationen. Also da ist dieses Olivgrün, das Rot und Orange. Also ich kann es auch hier nochmal zeigen. Und dann haben wir die Petra jetzt gerade macht, mit den Brauntönen. Weiß ich, ob das, aber weißt du was, du kannst dir nochmal die von letzter Woche nochmal zeigen. Ich bin nämlich sofort wieder hier. Ja, so. Und dann haben wir natürlich unsere Pilze noch dazu. In zwei Varianten. Fliegenpilz und Steinpilz. Und die vom letzte Woche. Einen Moment. So, da ist unser lila Fenster mit lila-grünen Elfchen. So. Alles in grün. So, jetzt brauchen wir erstmal, ich habe die Tischdecken voll geklebt, voll getintert hier.
Also jetzt brauche ich erstmal die Teile. Und zwar sind die für die Stiefel. Und die kehren so rum an den Stiefeln. Die Nicole fragt, ob es mal wieder... Warte mal ganz kurz. Da steht dieses Jahr eigentlich wieder ein Live-Basteln an. Ist momentan nicht in der Planung, Nicole, weil ich immer so scheiße drauf bin. Also mir geht es einfach nicht so gut, dass ich das ganz Wochenende lang so. Ich habe jetzt gesehen, die Annett war jetzt da und die Lisbeth, aber das ist mir einfach alles zu anstrengend, weißt. Und ich muss ja dann trotzdem vorbereiten und herrichten und viele andere Sachen auch. Ab und zu muss ich auch noch was anderes arbeiten, wie basteln. Und deshalb, also eher nicht. Vielleicht im Herbst noch. Also ich, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, aber vielleicht so in kleiner Runde oder so können wir schon machen. Wieso, hast du Urlaub jetzt dann, oder was? Weil wir machen jetzt in August erst einmal Urlaub. Aber vielleicht komme ich ja mal vorbei, wenn wir in Urlaub fahren. Ich muss eh immer zwischendurch anhalten irgendwo. Kann ich mal so eine kleine Tour machen. So, also Stiefel hat sie schon mal an. Ich glaube, die Mehrheit war bei dem hellbraun-weiß am End geblieben. Ja, ich mache mal noch ein bisschen größere Untersohne, weil das ist ja so sonst ganz schwachmatisch Brust. Und den so. Flügel musst du noch annähen, bevor man es kriegt. Ja, genau. Hat. Gut, dass du sagst, dass wir wieder... Wir haben schon voll das Drama gehabt mit denen, ich sag's euch. Weil wir haben das Video schon zweimal machen müssen. Wir haben so ein kurzes Video gemacht. Und dann haben wir dem vergessen, dass wir die Ohren nachher machen müssen. Voll der Scheiß. Und wir natürlich gleich schon wieder von vorne. Okay, da müsst ihr jetzt aufpassen, dass die zwei übereinander liegen, damit die Löcher. Ja? Also die zwei haben immer Löcher. Und die müssen übereinander liegen und jetzt müssen wir den umdrehen noch. Und dann fangen wir von unten an. Ich muss das weiter zu dir halten, gell? Tina, dann sieht es ja nichts. Ich übertrieb schon gar nicht heute, ich schwitze so. So. Flügel nach oben umdrehen, dass er vorne glitzert. Hinten sieht man eh kaum einer. Oh wie, wir müssen mal einen machen andersrum. Weißt du, die drehen sie eh immer weg. Ja. Dann ist doch das gleich eine gute Geschichte, oder? So. Nee, die Nicole hat Ende August, Anfang September Urlaub. Dann geht's in die Schweiz ein paar Tage. Ah, da fährst du ja direkt bei uns vorbei, oder? Wenn du in die Schweiz fährst. Mhm. Kannst du ja mal auf einen Besuch kommen. Dann machen wir mal Käffchen zusammen. So, also jetzt. Das Ganze zeigt da unten rein. So, die Untersohne sind jetzt auch hoffentlich trocken. Die andere, die füllt die gleich auf. Ja, die tut die Füllwatte, die schoppert ihnen noch was rein. Die macht immer die Nerlen. Oder wie heißt die andere Anna? Irgendwas mit Lolo hat sie doch gesagt. Lolo Brigida. So, ein bisschen tiefer. Die Arme erstmal reinpappen. Das ist, geht immer am leichtesten. Fährt mit dem Zug, die Nicole. Ich fahre mit dem Zug. Bayern-Ticket, aber das geht doch gar nicht bis in die Schweiz. Nein, aber dieses, die, ja, dieses 49 Euro wahrscheinlich. Ja, weiter aber, wirst du aber ewig fahren, oder? Nein, das ist nur deutschlandweit erstmal fahren. Ja, ja. Ich. Ja, so ein bisschen Bodensee halt, oder? Kommst schon. Mit dem Ticket, oder? Die Simone kennt sich doch da aus. Ist die nicht da? Schon die Monika weiß das. Gina Lolo Brigida. Gina Lolo Brigida. Also jetzt wissen wir es doch alle, oder? Jetzt haben wir doch irgendwo, habe ich das Wort ein Eingefährer gehabt. Sagt schon, heute ist nicht mein. Ist einfach zu warm. Ja, immer schwitzt das so, oder? Das ist doch echt schon alles.
blieb. Heute oder? Vormittag hat es ganz kurz mal geregnet bei uns, aber ich glaube, die Tropfen sind gar nicht richtig bis runter gekommen. Ich bin so rübergefahren, bin hat zwei Tropfen auf meinen Schein kaut und dann war es schon wieder vorbei. Da hat man gemeint, es will vielleicht mehr kommen, weil auf einmal hat es ein bisschen zuzogen, ist ein bisschen dunkler geworden, dann hast du ein bisschen Lüftler gehabt, aber nichts. Wurde jetzt einmal richtig fest zuzogen und dann den anderen drauf, weil das geht immer noch mal ein bisschen. Hast du jetzt absichtlich das Braune oben gelassen? Nur so als Frage. Ach, die Zeit wieder so, oder? Das ist die Sexy-Rexy, die tut sie ausziehen jetzt. Der ist auch zu warm. Ist der jetzt auch nicht so braun? Die, das war gar kein Aufgefallen. Milch mal, jetzt müssen wir nochmal anfangen. Irgendwie habe ich zu viel Fadenzeug da, ich weiß gar nicht, was das für Schmarre ist jetzt da. Ah, ich sag euch was. Auf alle Fälle ging es total easy zu machen. Wenn man sich nicht so anstellt wie ich jetzt, also dann geht es super. Jetzt habe ich extra den Fohlen länger genommen, das ist aber auch kack, weil ich ihn vorher so kurz gehabt habe. Zu kurz ist nichts, zu lang ist nichts. Ja, aber ehrlich nicht. Jetzt ist schon super, oder? Jetzt ist nicht festgezogen. Genau. Stell mir noch einen Frock jetzt. Das wird sich wie zau, das Teil. Tina, schaut einmal weg. Ja? Weil ja. Ihr müsst einmal wegschauen, weil es also wird sonst nichts mit mir. Zeige euch nochmal die Bastelsets, die Packungen. Genau. Da ist doch unser toller Flyer dann auch mit drin. Die zwei Farbkombinationen. Da sind unsere Pilze. Die glaube ich schaffen wir halt nicht mehr. Nee. Und so kann dann eure Herbstlandschaft ausschauen. Mit, so könnte sie auch. Genau. Ja. Mit Gartenzwerge, Herbstelfen. Viele haben ja auch schon mal sowas bastelt alles. Und dann können wir jetzt so. Bist du wieder bereit? Ich bin bereit. Wieder da, ja, ich habe jetzt nur die Nadeln raus. Also jetzt haben wir mal den Gürtel enger geschnallt bei Lehrer. Ja genau, jetzt kriegt es kaum noch Luft, die Zins. Sollen wir die und die Sonis noch ein bisschen ausschütten? Ja, weil nicht das Übergewicht kriegt. Meinst du? Komm, wir machen jetzt einmal mehr Rillen. Wenn wir schon Gaudi machen können, machen wir schon die Gaudi. Ich habe doch hier Füllbarte, da klaue ich einfach ein bisschen von meinem Schwammel raus. Ich will auch mal so eine haben wie die anderen. So eine vollbusige, die hat da voll reingeschoppert. So, das geht jetzt bei mir doch gar nicht. Nein, doch. So, also jetzt, hallo, Merlin Monroe, sag's euch. Er kommt oben schon wieder raus. Dann trägt er. Naja, die Möpse darf ein bisschen rausstellen, die haben ein bisschen ein Ding, was schon so Rouge mit drauf. Da oben dann, ey, schaut euch mal diese Figur an. He? Style, oder? Ja, und jetzt kriegt sie eine Brille auf die Arme. Kann aber auch nichts dafür, oder? Kleine hässliche Ente. Und jetzt haben wir alles soweit fertig. Und nein, den Hut hast du nicht genäht, ne? Ja, und das ist heute schon wieder nicht da. Ah ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Ihr habt ja auch Zeit, weil sonst war es ja gar nicht da. Und hoffentlich müssen wir meinen Schwamm noch verschwimmen. Nein, wir machen nächste Woche mein Haus weiter. Das haben wir uns jetzt ganz fest vorgenommen. Sofern nicht der Hitzetod uns ereilt. So, jetzt ist nämlich vorbei mit dir, jetzt kriege ich dich noch fest. So, zing. Jetzt brauchen wir noch einen Boden für unseren Hut. Hält alles nichts. Also, gut, dass wir immer noch ein extra Video machen, weil sowas kann ja keiner anschauen. Das ist ja groß. Also, Knoten rein. Hütli nehmen wir. Bei der geschlossenen Seite fangen wir an, stechen da ein, ziehen das Ganze etwas an, stechen gegenüberliegend und durch dasselbe Loch nochmal raus, wenn man trefft. So, jetzt aber hier, glaubt man es ja nicht.
So, jetzt haben wir da einen so einen Stich gemacht und dann machen wir jetzt einfach nochmal ein paar dazu. Also das nächste Mal bereite alles vor und sage, das habe ich schon mal vorbereitet. Aber nichts ist. Nicole sagt, und ach, bei den Männern, Elfen, stopft man dann wohl den Bauch aus. Ja, genau, das ist so super, machen wir meinen kleinen Fetten. Aber wir können ja der jetzt einfach mal ein ganz anderes. Also ich finde ja das Gesicht mit den Brille passt jetzt überhaupt nicht zu dem. Weil die ist jetzt so schöne Figur, hat die, hey, wie ein Model, oder? Die braucht jetzt unbedingt einen anderen Kopf. Muss ich jetzt noch schnell anmachen, das hilft alles nichts, Tina. Tina, also wahrscheinlich schon der Arm mit. Nur zur Info, die Petra mag das Gesicht mit der Brille einfach nicht. Das war voll gedisst von der Petra. Ja, aber ohne Scheiße. Das war überhaupt nicht da drinnen, wenn die anderen nicht da gewesen waren. Und gesagt hat, ein mit Brille, der ist auch cool. Aber das kann noch keine Mädel sein, der was dumm schaut. Das muss der Junge sein. Dann da machen wir noch einen Fettraum, bitte. So, also Hut best. Jetzt kommt Schnee. Es geht doch ganz. Schnell. Wir machen schnell richtige Lulu Blitzi da gleich, das dauert auch gar nicht lange, das könnt ihr noch erwarten, oder? Aber ich finde, die braucht jetzt ein anderes Gesicht. Weil die so hübsch waren. So eine schöne Vollpussige haben wir ja noch nie gehabt. So. Bisschen das Näschen noch pudern. Lippen braucht es natürlich auch geschminkt, ist ja klar. So, also, tschung, 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 tschung. Gut, passt, fertig. Also, jetzt kann ich Simone nichts mehr sagen, dass ich immer sage, ah, die Kugeln brauche ich jetzt nicht sagen, wenn man umholt. Jetzt wollen wir noch einen richtigen Fehler machen. Lange, Tina. Siehst du, heute ist schon wieder so ein Tag, weißt du, da sollte man eigentlich das gar nicht machen. Also, jetzt tun wir da einen Tropfen Kleber rein, jetzt ist das wieder halt da, der ganze Zirkus. So. Hey, aber diese, seht ihr das überhaupt schon im Video? Ich glaube, das fällt auf, dass die eine Oberweite hat. Boah, das ist aber schon Stärke, oder? Jetzt. Beim Hut natürlich wieder die richtige Seiten da, die da. Beim dritten Loch wieder nahe. Kragen. Ein Kragen haben wir nicht drauf gemacht, Tina. Und jetzt habe ich den Kopf schon fest, warum nimmt man die alles wieder runter? Oh, Himmel, sag euch was. Hey, bei uns hat es gefühlt die 40 Grad. Ja, Conny, gerade ist uns auch aufgefallen. Ja, vielleicht sagt sie mir das vorher. Nicht immer zu spät. Hey Conny, wann kommst du am Dienstag? Mittwoch. Ja, Mittwoch. Oh. Jetzt geht's schon richtig los bei mir. Scheiße. Beim Kragen müsst ihr dann schauen, dass die haben einmal 3 und einmal 4 und die 4 kehren nach vorne. Also ist alles Princess Junior ausgedürftelt. Du dir zu Möpse da gepasst. Früh. Was ist bei dir früh? Also bei mir ist früh um 6. Dabei stehe ich auf. So. Ja, wenn bei der Conny das auch früh ist, dann steht sie da auch auf, aber die muss ja auch erst noch herfahren. Nee. Früh ist bestimmt um 8 oder 9 bei der Conny. Wie ist quasi so früh aufstehe, wie ich. So. Schaut euch diese so, jetzt kann man auch nicht mehr ins Dekolleté schauen. Sieht man die Füllworte nicht mehr. Sieht man die Füllworte nicht mehr. Naja, siehst du, also, zuerst aber rummuckern, gell? Habe ich doch gleich gewusst, jetzt wenn der Hut noch drauf wogt. Jetzt sind mal 3 Kreuzl schlüssig. So, also, da müsst ihr natürlich schauen, dass das sauber mittig ist und vor allem, dass der Hut jetzt erst einmal ein bisschen nach oben gebogen wird. Ja, weil sonst schaut die nämlich, sieht die gar nichts, verlaut der Hut.
Und dass er so eine Süße ist. Da machen wir ja da oben noch einen Tropfen drauf. Dass der Hunger gescheit hebt. Säulili. Und hinten auch noch. Und dann darf man nicht vergessen. Tina, was darf man jetzt nicht vergessen? Sorry, ich habe gerade gelesen. Ciao, Jenny. Tschüss. Die Ohren. Ja, genau. Siehst du es jetzt, jetzt hauen sie alle ab. Nein, nur die Jenny. Nein, nur die Jenny hat gesagt, sie muss schon mal gehen. Okay. Wollen wir ihr noch mal einmal verzeihen. So, jetzt. Ja, jetzt. Ohren. Weil die arme Sau hat keine Ohren und ich habe meine Ohren schon wieder irgendwo verschlampert, obwohl ich die schon rausgeschnitten gehabt habe. Ich habe die schon mal vorbereitet gehabt, aber die sind jetzt weggehupst. So, die Ohren so ungefähr hergeben. Schaut euch immer vor den Spiegel, wo eure Ohren sitzen, dass da keine Beschwerden nicht gibt. Nein, ihr sollt nur nicht Tschüss sagen. Ich habe nur zu Jenny Tschüss gesagt, weil sie sich verabschiedet hat. Sollen wir jetzt schon uns zum Tschüss? Nein, die Anna hat noch gefragt, sollen wir schon Tschüss sagen? Nee, wir sagen es euch dann rechtzeitig. Wir wollen euch ja dem Schwammerl noch sagen, aber ich weiß nicht, ob sie es noch aushalten mit mir heute. Also aber da hat die Petra, glaube ich, ein bisschen was vorbereitet. Das kann sie bei. Jetzt sind aber da 100.000 Blätter dabei. Ich muss wenigstens ein paar noch drauf machen. Weil ich würde jetzt der Lurubici da nämlich voll mit Blätter voll den Rock machen. So wie bei denen da. Schau, Tina. Zeig mal den. Bis ich da bin, ist er schon wieder weg. Warte. So. Ja, auf die Schuhe. Oben, überall. Könnt ihr welche hinbleiben. Aber einen muss ich noch schnell hinkriegen. Nächstes einen. So, sonst ist der nämlich so armselig hier. Also ihr dürft auch schon Tschüss sagen, aber ihr müsst halt schon noch da bleiben. Könnt ihr schon mal anfangen, es dauert aber noch heute. So schnell geht es jetzt heute nicht. Ja, weil wenn es schon heiß ist, dann müsst ihr schon mit durchhalten bis zum bitteren Ende. Das haben wir Zeit fest vorgenommen. So, der Lee. Und dann machen wir da noch eine hier. Was soll das jetzt Schau. Da ist ja nicht ihr Hund ist gestorben. Oh, das tut uns leid. Also mir jetzt nicht. Mir schon, ja, für dich, Janett. Aber Hunde ist immer ganz schwierig bei mir. So, also die Süße, die lege ich einfach jetzt. Monika, musst du auch gehen oder sagst du jetzt nur Tschüss, weil eigentlich kommt jetzt der Pilz noch. Ihr könnt ja schon mal gehen, dann machen wir das halt alleine. Macht mich alle ganz durcheinander mit dem Tschüss sagen. Also jetzt hört es mir auf, ja? Wenn die Tina sich schon ganz durcheinander ist, ich muss jetzt erstmal für Ordnung schaffen, weil wenn ich jetzt den Elfenschmarrn... Ich hab da schon in Tüten fest. Wenn ich jetzt den Elfenschmarrn noch zu dem Ding reinbringe... Ah, okay, die Monika sagt nur schon mal Tschüss. So, ich zeig's euch nochmal kurz. Nein, dass ich so später nicht mehr Tschüss sagen muss. Ach so. Also. Dann hat's schon mal Tschüss. Jetzt. Sie ist da bis zum Schluss. Ein Durcheinander heute, der Wahnsinn. Ja, also, man kann da schon ein bisschen Verwirrung einbringen, oder? Hier nochmal, solange die Petra versucht, ihr Chaos zu ordnen, zeige ich nochmal unseren Herbstwald. Unser tollen Wald, oder? So. So, ich habe da mal was vorbereitet. Der Pilz ist schon fertig. Die nehmen wir jetzt noch zu und dann war es es dann jetzt. Nein, wir reden nicht, weil wenn wir halt vor so lustig drauf sind, dann müssen wir eigentlich schon also, ein bisschen auf den Sack gehen. So ist das Bastelset, die Holzplatte drin. Ist da überhaupt das verkehrte Drumschuh-Eignad, oder? Na, da kommt der Pilz. Und das sind rein. Auf jeden Fall immer zwei Pilze in einem Set. Einmal einer, der ein bisschen höher ist und einer ein bisschen niedriger. Ja, weil den höheren, da könnt ihr die gut davor setzen und bei den niedrigen gut draufsetzen. Bin ich jetzt zumindest. Ich glaube, ich habe jetzt alles hergekruschtet, schon langsam. Es dauert jetzt nur noch, es kann sich nur noch Stunden an. Ich brauche jetzt nämlich nur eine Nadel mit einem Boden drinnen. So. Ich muss aber jetzt trotzdem dort schnell zeigen, wenn man das rauskattet, sonst tut mir die Simone dann wieder eigen. Ja, das habe ich schon einmal gezeigt. Das brauche ich jetzt nicht mehr zeigen.
Sagt die nämlich immer. Ich sehe schon gar nicht, wo das festgemacht ist. Ich glaube, unten und oben war da jeweils der Steg. Nein, das ist schon wieder ein Messer, das kannst du gleich wegschmeißen. So, oben und unten, hast du gesagt. Ich mache jetzt mal beide Seiten, dass das auch rausgeht. Ja, Smoke raus. Das ist jetzt genau ein hartes Holz drin. Das seht ihr nämlich, wenn es zu dunkel ist. Dann machen wir das halt passend her. Also, sieht man später eh nicht mehr, ist ja im Pilz. Haben wir im Schwammerl versteckt. Wie sagt ihr überhaupt, Pilze oder Schwammerl? Also bei uns in Bayern sagt man ja Schwammerl. Wir gehen ja Schwammerl zupfen. Da im Franken, sagen sie, ging er in die Pfiffer, genau. Also ich habe da immer gedacht... Und ich habe mir immer gedacht, was, wo gehen die Barbara hin, in die Pfiffer, was ist denn das? Und ich habe mir gedacht, suchen sie nur Pfifferlinge oder so, ja. Ja gut, das habe ich natürlich nicht vorgenannt, weil man gedacht hat, wir haben ja genug Zeit. Ja, bei der Monika Meier sind es auch die Pfiffer. Gell, das ist halt im Franken, sagt die Pfiffer. Aber trotzdem kennen wir den Ausdruck Schwammerl auch. Ja? Ja. Oder also, kenne dann ich, weil ich so, weil du es immer sagst, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Ja, weil wir haben ja schon fast 15, über 15 Jahre verheiratet, ich und die Tina, oder? Ja. Wie lange bist du schon dort, Tina, jetzt? Oh, Kracker. Warte mal. 14? Aber 13 Jahre? Bestimmt. Ja. Warte auf, der Finne war 2 oder und der Finne ist jetzt 16 geworden. Ja, also 14 Jahre. Also. Ja, die Nicole Breuer, die. Ich habe jetzt da nichts dazu gesagt, weil sonst muss ich wieder so viel Schmarrn labern. Ich zeige euch das jetzt einfach mal hier, ja. Ohne, dass ihr immer so ein Käse von mir Ohren. Also bei der so. Nicole, da gehen sie in die Pilze. In die Pilze. Das ist ja fast wie bei den Preisen, oder? Wir gehen in die Pilze. Dabei ist doch der Osten, die haben doch eigentlich, so die Sachsen haben doch eigentlich so einen richtigen coolen Dialekt. Also so, dann sagen die nur, ich gehe in die Pilze. Manchmal ist es, also das ist jetzt da ein bisschen complicated. Und zwar musst du immer schauen, wo du da unten rein musst und wo du oben wieder raus musst. Und es geht immer von unten nach oben. Da müssen wir wieder rüber, weil wir, da brauchen wir wieder so einen Stich erst. Sonst haben wir unseren Faden nicht richtig und dann gehen wir da wieder rein und da wieder raus. Aber wir haben ja zum Glück noch ein kurzes Video gemacht, ohne viel Geschmarri. Genau, das tue ich also dann auch. Langweiliges halt, ja. Das tue ich morgen dann auch gleich öffentlich machen auf YouTube. Genau. Weil das nicht über so viel Schmarrn anhören ist. Das ist ja auch. Und ihr kennt ja einen Ton aus. Ihr wisst, was voll lustig ist, was du mir machen lässt. Und zwar lasst es mal übersetzen. Ich schwöre euch, das schmeißt euch. Was der alles schreibt, das habe ich im Leben nie gesagt. Ich schwöre es euch, das habe ich mal gemacht. Das ist voll lustig. Wird der schon lange mal verzeihen. Aber mit besten Sachen fallen mir natürlich nicht immer im Live-Video ein, das ist ja klar. Aber ab und zu fällt es mir dann schon wieder ein. So, ausgefädelt noch den letzten Stich. Und jetzt da auch den letzten Stich wieder rein. Und jetzt gehen wir weiter innen lang und gleich quer rüber. So. Und ratzti fatzti. Nehmen wir das Teil da bis runter. Ja, das brei ich jetzt nicht mehr zu. Ja, das denkt euch einmal. Ja. Achso, nehmen wir sie schon, Tina, weil sonst kann ich da oben nicht aufhören. Irgendwie fällt mir jetzt ein Step. Den wollte ich eigentlich noch vorbereiten, aber. Irgendwie hat das Blumengessen auch so lang gedauert. Das ist auch so langwierig gesagt. Da mit dem Pepperler Garten da, musst du ewig gießen stundenlang. Aber sonst verrecken meine ganzen neuen Blümchen, das kann ich überhaupt nicht haben. Ich muss die gießen, das hilft alles nichts. Die hängen sonst immer so traurig drin. Ich tue das immer umstülpen, meine Türme leichter beim Knoten machen. Quedel da kaum einmal rauf, wenn ich es triff. Kaum schaut ihr wieder zu. Wenn ich es nicht erklären muss, dann bin ich für viel besser drinnen. Ja. Ja, also. Hast du,
Weil du konzentrierst dich dann so auf das, was du sagst und nicht mehr auf das, was du machst, und dann geht das voll. Nein, ein großer Pilz mit einer Holztür. Wir hätten ja den Holzpilz mit der Tür, den zum Hinstellen. Wir haben aber auch, glaube ich, so eine ganz kleine Wichteltür, die müsste eigentlich auch, könnte auf den Pilz draufpassen, die 3 cm, die Holz. Die ganz kleine Tür, das sicher. Die müsste da eigentlich auch draufpassen. So, jetzt wenn ich den da nehme, kann ich den nicht nehmen, weil da war mein Heißkleber drauf gebadet. Ich muss den mal dann überstecken in seine Halterung. Nein. Ich kann noch immer nicht links mit dem Heißkleber, das ist immer blöd. Also schneide jetzt das sofort so den Faden ab. Ist natürlich alles im Set enthalten. Ja. Wir wollen jetzt einmal wieder ein bisschen beschäftiger machen. Sehr echter Drama mit uns. So, Knoten rein. Ihr hättet natürlich, ich hätte natürlich auch mit dem weitergehen können, mit dem Faden innen lang und dann da oben gleich raus. Aber lauter Labern habe ich schon. Also wenn die Petra das jetzt halt mal kurz angefangen hat, weil ich habe da hinten unsere Minitür gefunden, dann zeige ich die mal ganz kurz. Ah, warte mal. Ja. Okay. Und jetzt nur überwenden bis rüber zur Seite. Wird natürlich ein bisschen, weil der obere ist größer wie der untere. Genau, wird immer ein bisschen versetzt, sodass ihr immer schauen müsst, dass ihr natürlich immer den richtigen Stich habt. Ja, weil sonst stimmt es euch nachher nicht. Ja, das geht ganz genau aus. Wenn was nicht rausgeht, habt ihr irgendwo am Vergessen. So, und jetzt schaue ich mal ganz kurz da hinten, nämlich ist nämlich die kleine Minitür. Und die könnte größentechnisch bestimmt auch auf dem Pilz passen. Da, wo die Maus rausschaut. So, sind wir wieder da. Also, ich bin jetzt natürlich schon fertig, ist ja klar. Ja, wir waren so lange an der Tür. Waren wir so lange weg oder warst du so schnell? Das verrate ich jetzt nicht, aber mal als vorbereitet, sag ich da nur. So, jetzt werden wir erstmal den Schwammerl füllen. Der ist ungefähr die Hälfte von der Füllwatte raus da. Und wir füllen jetzt erstmal da. Jetzt ist nochmal ein bisschen auspuppeln. Barbara presst das immer so rein, dass das auch genug ist. Und wir werden es jetzt ein bisschen flockig machen. So, wenn natürlich da einer drauf sitzen muss, dann müsst ihr es natürlich schon auch so füllen, dass er schön sitzen kann, dass nicht der Schwammerl an so den Knicki hat hier. Ja, und sonst, die wissen überhaupt nichts Neues, oder was? Die erzählen überhaupt keinen Schmarrn, nur ich muss immer Schmarrn reden. Die Lase wahrscheinlich kaputt über mich. So, aber jetzt könnt ihr dann schon mal aufziehen. Okay, also habt ihr gehört? Jetzt wird nur noch der Schwammerl gefüllt und dann ist vorbei. Also die noch nicht Tschüss gesagt haben, dürfen wir jetzt dann auch Tschüss sagen. Ja, mit einem Tschüsse. Weil ich sagt mir noch Servus. Oder Adi, sagen die da im Ding, aber Adi darf ich nicht sagen. Das ist nichts für mich. So, und zum Fanan sticht es da einfach mal so querbeet. Durch den ganzen Gemüsegarten durch. So, hinten aus. Gut, das verhadelte Soda in den Füllwatte. Tun wir nochmal hier richten. So, jetzt. Und bis nächste Woche kriegt ihr jetzt eine Aufgabe. Also ihr müsst jetzt schauen, dass da innen dieses Loch trefft. Ja, da ist extra so ein Loch drin. Und da schaut, dass das trefft. Und dann gehen wir her, werden wir nur ein bisschen Füllwatte immer nehmen und ein bisschen was rechts reinbobbeln. Nicht mehr mit dem Nagel scheren, weil das immer am besten geht. So, und einmal links reinbobbeln. Und den müsst ihr jetzt auch wirklich schön proper füllen. Dass der schief fest ist, weil sonst steht er nachher nicht richtig. Aber ich zeige es euch jetzt gleich. So, ein bisschen da rein. Ein bisschen auf die andere Seite rein. Oh, Tina hat schon wieder was hergekriegt. Tina hat schon wieder was gesehen, was ich noch nicht gemacht habe. Glaubst du das ja nicht? So, also das soll schon richtig feste alles so sein. Dass das da schön drin ist. Vor allem, dass das da nicht rausschaut, das ist auch blöd. Ja, da gehen wir jetzt einfach her. Machen wir dann nochmal ein bisschen so. Und dann schoppen wir nochmal ein bisschen nach.
dass das dann auch gescheit steht. Und dann, dass das jetzt nicht mehr zu kompliziert wird und das vor allem gescheit hält, mache ich das nämlich so, nehmen wir unseren Wasserleber, mache da unten eine Raupe drauf und mache den Ständer ein bisschen Kleber drauf und dann poppe ich den da rein. Am besten schaut ihr zuerst mal, wo das, dass der Ständer da vernünftig einklickert. So. Und wenn ihr das nämlich jetzt so trocknen lasst, hebt es wie Bombe. So, danach machen wir dann die Pünktchen außen oder innen. Ist wurscht. Machen wir das Teil noch. Schaut das auch, dass das auf der Naht ist. Ja, das Klebeseiten, weil dann könnt ihr das dann anders nach vorne drehen. Ich muss jetzt noch mal einen Heißkleber holen. So ein Tropfen Heißkleber. Scheiße. War ja klar, oder? Dass der jetzt das dick ausgeht. So, wir klippen den mal rüber und den anderen ziehen wir jetzt einfach so weit her, dass der da auch drauf passt und dann der mit dem kleinen mit dem Zellenkleber festkleben. So. Ohne dass wir uns die Finger verbrennen natürlich. Schwammerl fertig. So, jetzt kommt unser Schorschel, den der wir jetzt einmal da oben die Schnur wegmachen. Weil die Kinder gar nicht alle hängen bei uns, die müssen jetzt sitzen. So, der Leib. Hinten das Rockerl gescheit hochziehen, gell? Die Untersohne ist gescheit hier richten. Nächstes Mal will ich wissen, warum die Untersohne so heißen, gell? Strengt euch mal an. Also es geht nicht weiter so mit euch, dass wir das, ihr müsst es doch wissen. Als richtiger Bayer weiß man, gläubiger Bayer, sage ich jetzt einmal, weiß man, was die Untersohne sind. Also, bis zum nächsten Mal. Warte, der Schorsch muss ja, ja. Der Schorsch. Bin schon bei dir. Hast du einer überhaupt den neuen Ast gezeigt, den großen? Nee. Nein, siehst du, die Kinder haben schon voll vergeigt, den sagen wir euch nächste Woche. Also, wir haben einen neuen großen Ast, ihr müsst einfach mal im Shop auf der Startseite suchen. Wir schicken euch dann noch Bild rein. Ciao! Ciao!